auf die Beine stellen können. Jetzt sind vier Teams aus drei Kontinenten, Deutschland, Südkorea, Schweiz, Australien. Haben Sie irgendwelche Partner oder Unterstützer in Russland? In Russland haben wir Partner, jawohl, das ist Green Cross zum Beispiel, das uns da unterstützt, also das ist die Stiftung von Herrn Gorbatschow. Und wir haben auch lokale Partner in verschiedenen Städten, in verschiedenen Städten, Solarfirmen auch zum Teil. Und die Straßenverhältnisse kennen Sie schon in Russland? In Russland, da war ich schon einmal, ich weiß, dass es ganz verschieden ist, zum Teil ist es ausgezeichnete Straße, zum Teil ist es ein bisschen mühsam, aber die Fahrzeuge sind alle so gebaut worden, die Teams wissen, was für Straßen auf sie warten, von dem her werden wir sicher keine Überraschung erleben. Also keine Angst vor Russland? Nein, nein, eigentlich keine Angst. Ich hoffe, dass wir problemlos ins Russland durchkommen, aber schlussendlich kann ich das dann erst sagen, wenn wir wirklich die letzten Meter auch geschafft haben und dann in Kasachstan sind. Ne? Das sind die Regularien, man kann ja auch das Rennen gewinnen sozusagen. Genau, es ist nicht ein Rennen, wo es um Geschwindigkeit geht, es geht darum, Punkte zu sammeln. Wir sammeln Punkte in den Bereichen Fahreigenschaften, Design, Sicherheit, Zuverlässigkeit, Alltagstauglichkeit oder auch Popularität. Jeden Tag gibt es einen kleinen Wettbewerb und da gibt es Punkte zu gewinnen. Der Gewinner hat 10 Punkte und die 2, 3 und 4 kriegt dann weniger Punkte. Und wer am Schluss vom Rennen die meisten Punkte hat, der hat das Rennen gewonnen. Also es geht also darum, das beste Auto herauszufinden. Das beste Auto hängt natürlich nicht davon ab, wer der schnellste ist. Das ist klar. Ne? Und zudem, der Zero Trace ist das Schweizer Auto als Beispiel. Wir könnten 250 km pro Stunde fahren. Das dürfen wir sowieso nicht fahren auf der Straße. Also heißt es ein richtiges Wettrennen. Das haben wir auch gar nicht stattgefunden. Ich habe irgendwie nicht verstanden, wer gibt diese Punkte aus? Zum Beispiel heute gehen wir nach Düsseldorf, dann Düsseldorf, wenn die Leute von Düsseldorf die Punkte verteilen. Ne? Also es bin nicht ich, der die Punkte verteilt, sondern die lokale Jury. Dann nehme ich die gemeinsam Bürgermeister und frage ihn, geben Sie doch bitte Punkte, welches Auto gefällt Ihnen am besten. Ja? Dann verteilt er die Punkte, wir haben 80 Wettbewerbe, jeden Tag einen. Und so geht das also weiter für den Schluss der Gewinn. Also in welchen Ländern haben Sie denn